Wenn du diese Folge schaust, dann hast du hoffentlich auch Folge 1 angeschaut, wo wir uns über selbstbewusste Sprache unterhalten. Ja, selbstbewusste Sprache ist Säule 1 des felsenfesten Selbstbewusstseins, der Methode, die kugelsicher einfach dir felsenfestes Selbstbewusstsein aufbaut. Und heute, also wenn du das noch nicht getan hast, dann leuchtet vielleicht jetzt ein i auf, wenn du das auf YouTube schaust, wenn du das im Podcast schaust, dann hörst, dann wird wahrscheinlich nirgendwo was aufleuchten. Wahrscheinlich wird es in der Beschreibung dann der Fall sein. Auf jeden Fall, schau dir die erste Folge an, die erste Säule auf jeden Fall auch nochmal an. Wenn du das schon getan hast, sehr gut, dann herzlich willkommen zum Freundin finden Podcast. Mein Name ist Dominik und wir werden uns heute mit Säule 2 von felsenfestem Selbstbewusstsein befassen, nämlich der selbstbewussten Körpersprache. Wir springen direkt wieder rein in diesen schönen Flowchart dieses, wie heißt es eigentlich, ist der die oder das Flowchart, während ich auch gerade von sämtlichen Fliegen Zyperns angegriffen werde. Das soll uns nicht weiter stören. So, wir haben uns letzte Woche mit Säule 1 beschäftigt, der selbstbewussten Sprache, und wir beschäftigen uns heute mit Säule 2. In den nächsten beiden Folgen werden wir uns mit den Emotionen und dem mentalen Selbstbewusstsein beschäftigen. Ja, das sind, wie gehe ich mit den Emotionen um, wie reagiere ich? Eigentlich wollen wir, und das ist das Ding, wir wollen nicht auf Emotionen reagieren. Daher so ist dieses Reagieren gerade noch so, das lege ich gerade noch so in den Raum, während ich hier weiterhin angegriffen werde von dieser Fliege hier. Wahnsinn. Und das mentale Selbstbewusstsein. Welche Glaubenssätze sind förderlich? Wie denke ich über mich? Wie funktioniert das alles da oben? Und wie setze ich das alles zusammen, alle vier Säulen zusammen, damit ich auch nachhaltig und langfristig für den Rest meines Lebens dieses Selbstbewusstsein habe? Ja? Wir fangen an oder wir steigen wieder ein mit weiter ein mit Säule 2 der selbstbewussten Körpersprache. So, und ich zoome mal ein bisschen rein hier. Kann ich auf diesen Pfeil klicken? So, selbstbewusste Körpersprache. Warum brauchen wir sie überhaupt? Warum ist das überhaupt notwendig? Warum müssen wir uns überhaupt mit selbstbewusster Körpersprache beschäftigen? Selbstbewusste Körpersprache führt zur Produktion der richtigen Hormone. Also wenn wir unser Leben lang halt irgendwie so rumhängen wie so ein Shrimp vorm Rechner, dann werden auch entsprechend die Hormone ausgeschüttet in uns, die eher zu Trauer führen. Also das heißt, wenn ich halt die ganze Zeit so mein Kopf hängen lasse, dann sende ich meinem Körper das Signal, du bist traurig. Dann sende ich meinem Körper das Signal, es ist gerade etwas passiert, wo du dich, wo du drum trauern musst, wo du dich für schämen musst, vielleicht auch Schuldgefühle generieren musst. Auf jeden Fall die Gefühle von, also die Hormone, die kreiert werden von nicht mehr gesehen werden wollen, sich mehr verstecken. Und wenn du schon die letzte Folge gesehen hast, dann siehst du da oder bemerkst du vielleicht, dass sich da so langsam so ein roter Faden durchzieht. Mit dem Selbstbewusstsein und dem gesehen werden wollen. Ja? Kommen wir aber auch gleich noch drauf zu. Also selbstbewusste Körpersprache, die richtige selbstbewusste Körpersprache kreiert automatisch und direkt die richtigen Hormone. Und das führt dann langfristig auch dann dazu, dass wir dauerhaft auch diese Körpersprache, diese Körperhaltung auch anwenden wollen. Und dazu gibt es dann, gebe ich dir nachher eine Methode in dieser Methode mit. So. Die selbstbewusste Körpersprache ist ein starkes und stolzes Gefühl und oft begleitet mit einem leichten Lächeln, um dir gerade schon mal eine leichte oder eine kleine kleinen Teaser darauf zu geben. Und wenn du das halt jetzt schon alles lernen möchtest, wenn du alle vier Säulen lernen möchtest, ja, also wenn du das die letzte Säule dir nochmal in Ruhe anschauen möchtest, durchlesen möchtest und immer parat haben möchtest und auch die nächsten, also diese Säule und die nächsten beiden Säulen dir auch schon mal anschauen möchtest, ja, dann geh auf andyfriday.de/selbstbewusster, bekommst du die Komplettanleitung für alle vier Säulen direkt gratis zum Download. Vorname, E-Mail-Adresse eingeben und dann 1:30 Minuten später ist es in deinem Postfach. Ja, dann kannst du dir das jetzt schon alles durchlesen, anschauen und jetzt schon umsetzen, ja. Also das funktioniert halt wirklich so innerhalb sofort. So. Also, was ist selbstbewusste Körpersprache? Also was können wir anwenden dafür? Wir können zum Beispiel den aufrechten Stand anwenden. Das ist die Basis für die selbstbewusste Körpersprache. Ja, ich werde ja auch jetzt hier ein kleines Video dazu einblenden. So, da wirst du sehen,
dass wir schulterbreit stehen, das heißt die Füße leicht nach außen gewinkelt. So, es gibt einige Menschen, die haben also sehr weit die Füße nach außen gewinkelt. Dann solltet ihr vielleicht mal zum Physiotherapeuten gehen und das euch anschauen lassen, wenn eure Füße sehr weit zur Seite zeigen oder sehr weit nach innen zeigen. Weil das, wenn das schon nicht stimmt, wenn die Basis schon nicht stimmt, dann ist es auch, dann zieht sich das halt wie so eine Kette hoch und dann müssen wir es halt irgendwie ausgleichen, um nicht umzufallen. Und vielleicht gleichen wir das dann entsprechend so aus, je nach Körper ist das unterschiedlich, gleichen wir das so aus, dass wir dann halt wieder wie so ein Shrimp da hängen. Und das wollen wir nicht. Ja? Also, dann weiter. Kopf hoch, als ob eine Schnur den Kopf ihn nach oben zieht. So, den Kopf nach oben zieht, ja, damit wir auch den Hals gerade haben. Aber währenddessen ist halt alles locker. So, wir drücken den Kopf nicht hoch, sondern die Schnur zieht ihn hoch, die imaginäre Schnur. Dann die Haselnuss zwischen die Pobacken, ja, damit wir auch entsprechend den Rumpf anspannen. So, stell dir vor, dass du eine Haselnuss zwischen den Pobacken festhältst. Ja, nicht zerdrücken, einfach nur festhalten. Und dann in der Brust, so in der Brust wird eine imaginäre Schnur, 45 Grad, zieht die Brust nach oben. Ja, 45 Grad Winkel nach vorne und nach oben im Prinzip. So, und Bewegung und Atmung bleiben dabei flüssig. Also da ist keine Anstrengung mit verbunden. Du kennst wahrscheinlich einige Leute, die halt dann direkt ihre Schultern halt so verspannen und dann halt so rumlaufen, als ob sie halt Rasierklingen irgendwie unter den Achseln hätten. Das ist nicht selbstbewusst, das ist nicht entspannt, das ist Chaos, Panik, da ist jemand halt super gestresst und möchte irgendwie ein Bild aufrechterhalten und ist halt nicht flexibel. Und wir wissen aus der Natur, alles, was nicht flexibel ist, das bricht. Ja. So, das bedeutet halt entsprechend, genau, deine Bauchmuskeln zum Beispiel sind nicht angespannt. Ja, du läufst nicht rum und bist auf mal irgendwie ein Panzer oder so. Ja. Fließende Bewegung, entspannt. Dann, wichtig, und das hast du dir wahrscheinlich schon dein Leben lang gedacht, weil viele von euch haben halt genau dieses Problem, ne? Mit dem Augenkontakt. Den Augenkontakt halten oder auch dann gesehen werden, das hatten wir auch in der letzten Folge. Augenkontakt ist ein starkes Zeichen für Selbstbewusstsein. Und unsichere Menschen vermeiden oft den Augenkontakt, weil sie sich beobachtet oder beurteilt fühlen. Ja, haben wir in der letzten Folge, sind wir in der letzten Folge schon drauf eingegangen. Weil das Ding ist, wenn ich jemanden in die Augen sehe, dann sieht der mich ja auch. Und wenn ich jetzt plötzlich so rumschaue und dann treffen sich zwei Blicke und dann schaue ich direkt weg, dann möchte ich mich damit verstecken. Und das signalisiert halt dann genau das, was du nicht signalisieren möchtest. Also es signalisiert Zurückhaltung oder halt auch dann entsprechend nicht Selbstbewusstsein. Und dann, ich kenne das noch von mir damals, das war dann so, mir war bewusst, okay, ich will jetzt mal den Blick halten und dann schaue ich so rum und dann schaue ich einer Frau in die Augen und dann schaut sie mich gerade wieder an und dann schaue ich direkt weg. Und nicht nur, dass ich direkt weggeschaut habe, sondern ich habe mich da zusätzlich dann noch schlecht gefühlt. Beziehungsweise ich habe mich selber dazu gebracht, dass ich mich schlecht fühle. Ich habe mich dazu entschieden, mich schlecht zu fühlen, weil ich weggeschaut habe. So, also das Wegschauen alleine, das wäre jetzt erstmal völlig okay gewesen im Prinzip. Aber ich habe es halt dann zusätzlich noch so interpretiert, dass es schlecht war und das hat halt noch mehr mir geschadet. Ja? Also es ist völlig okay, gerade wenn du am Anfang deiner Entwicklung bist, dann halt den Augenkontakt von mir aus nur eine halbe Sekunde und dann schau weg. Und beim nächsten Mal sind es 0,6 Sekunden und dann 0,7 Sekunden und so weiter. Und irgendwann ist es eine Sekunde, irgendwann sind es 2 Sekunden und irgendwann kannst du den so aktiv aushalten, so aktiv in die Augen der Person schauen. Dass die Person zuerst wegschaut. Und das ist völlig okay, wenn du am Anfang stehst. Das ist auch völlig okay, wenn du eine Progression gemacht hast und dann auch wieder rückfällig wirst. Also irgendwie wieder einen schwachen Moment hast oder auch eine schwache Woche hast. Schwache Woche. Also es ist völlig okay. Es ist menschlich. Das ist so, wie Entwicklung funktioniert. Sei da völlig entspannt mit dir. Ja, also Augenkontakt, nochmal weiter. Selbstbewusste Personen suchen und halten den Augenkontakt, um Interesse und Aufmerksamkeit zu zeigen. Ja, also das ist ganz wichtig. Eine selbstbewusste Person, die sucht aktiv den Augenkontakt, damit sie Selbstbewusstsein zeigt, aber auch entsprechend Interesse zeigt. So, ich höre dir gerade zu. Du hast meine Aufmerksamkeit. Und jetzt glauben aber allerdings viele,
das dauerhaftes in die Augen schauen die Lösung sei. Und du wirst jetzt auch, hast es auch schon gesehen, ich habe weggeschaut. Weil es ist völlig normal, so in der Konversation, der redet, der schaut nicht die ganze Zeit jemandem in die Augen. Der redet, der malt halt auch mit durch seine Augen, weil er selber entsprechend Bilder malt in seinem Kopf und auf gewisse Regionen in seiner Erinnerung zugreift und so weiter, schaut er zwischendurch auch weg und lässt den Zuhörer damit atmen. Wir glauben, dass wir halt oft die ganze Zeit irgendwie starren müssen. So, muss Augenkontakt halten, starren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. So, wenn ich die ganze Zeit in die Kamera schaue, während ich mit dir rede, beziehungsweise jetzt stell dir vor, ich sitze direkt vor dir und du schaust mir auch die ganze Zeit in die Augen gerade. Und ich lasse den Augenkontakt nicht weg, also ich lasse den Augenkontakt nicht abschweifen und du schaust mir auch die ganze Zeit weiterhin in die Augen und ich erzähle dir ganz, ganz wichtige Dinge, dann wirst du irgendwann überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, das Ganze aufzunehmen, weil immer mehr Stress in dir aufkommt, immer mehr Stress in dir steigt, weil du das Gefühl hast, dass du nicht wegschauen darfst. Weil du auch das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt wegschaue, dann bin ich der Untergebene. Das hast du hier gerade schon gesehen. Ich schaue weg, weil ich greife auf Dinge aus meiner Erinnerung zu. Und das ist vollkommen normal. Ja? Starren, bloß so die ganze Zeit rumstarren. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Das ist kein natürlicher Augenkontakt. Der zuhört, der hat, der zuhört, der schaut vielleicht so 80% der Zeit in die Augen des anderen. Derjenige, der erzählt, da ist es völlig okay, wenn es 20-60% der Zeit sind. Also von bis ganz wenig, je nach Kontext, wie viele Leute halt da sind. Oder auch mal so einfach die Hälfte der Zeit, 60%. Das ist völlig okay, weil du halt entsprechend ein Bild malst, weil du entsprechend auf deine Erinnerung zugreifst und weil du dem anderen erlauben möchtest, selber die eigenen Bilder im Kopf zu kreieren, indem du nicht die ganze Zeit starrst. Ja? So, beim Augenkontakt geht es nicht um das eigene Ego, sondern um das Wahrnehmen des anderen, der anderen Person. So, was bedeutet das? Es geht darum, nicht irgendwie, dass du ertappt wirst beim Augenkontakt. Es geht darum, dass du die andere Person siehst. Es geht darum, dass du sie siehst. Es geht darum, dass du sie wahrnimmst, dass die andere Person sich gesehen fühlt von dir. Ja? Und das Mindset ist dabei nicht irgendwie, oh Gott, ich werde gesehen, sondern ich will dich sehen. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Nein. Oder ich werde beobachtet. Ich will dich sehen. Das Mindset. So. Kommen wir aber zum Kern der selbstbewussten Körpersprache, während ich hier immer noch von eine Million Fliegen angegriffen werde. Die magnetische Anziehung aufbauen. Und genau, da kannst du entsprechend in der Charisma Challenge bei uns auch im Mitgliederbereich, im Coaching bekommen oder du kannst auch jetzt schon mal das als Erinnerung nochmal andyfriday.de/selbstbewusst eingeben, andyfriday.de/selbstbewusst für die komplette Anleitung aller vier Säulen, jetzt gratis zum Download. Du kannst jetzt schon direkt weitermachen, direkt zu Hause, musst nicht auf die nächsten Folgen warten, wann sie auch immer rauskommen. Du kannst es jetzt schon anwenden und direkt morgen, heute schon mehr Selbstbewusstsein spüren. So, die magnetische Anziehung aufbauen. Wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge dafür. Zwei Dinge für selbstbewusste Körpersprache. Alles andere ist unwichtig. Diese zwei Dinge sind der Kern des Ganzen. Entspannt sein und Platz einnehmen. Entspannt sein und Platz einnehmen. Mehr brauchen wir nicht. Und das Ganze schaffen wir, indem wir ganz einfach Herr über Raum und Zeit werden. Einfach, oder? So, aber wie werden wir Herr über Raum und Zeit? Das ist jetzt das, was hier der des Pudels Kern ist. Ja. Herr über Zeit, steigen wir damit ein. Herr über Zeit bedeutet, dass wir entspannt sind. 90% von Persönlichkeitsentwicklung ist Atmen. 90% ist einfach nur Atmen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wenn du einfach weißt, wie du richtig atmest, dann hast du schon den großen Batzen der Entwicklung hinter dir. Denn die meisten Menschen atmen falsch. Ganz besonders, wenn sie
in einer Situation sind, in der sie nicht sein wollen, oder wenn sie glauben, sie müssten woanders sein und nicht akzeptieren, was gerade ist. Was meine ich damit? Ich meine damit Stress. 99% aller Menschen, ich werfe hier einfach mit Prozentsätzen um mich herum. Ich habe die nicht geprüft. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob 90% der Persönlichkeitsentwicklung atmen ist. Aber es ist ein sehr großer, nicht zu vernachlässigender Teil. So, und ich weiß nicht, ob 99% aller Menschen dauerhaft gestresst sind. Ich kenne nicht alle Menschen und ich habe keine Statistik dazu gelesen. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass ein wahnsinniger Großteil dauerhaft gestresst ist. Auch die Menschen, die nicht glauben, dass sie so sehr gestresst sind. Weil diesen Stress, den nennen wir mittlerweile normal. Wir sind täglich gestresst durch den Stau, durch den Verkehr oder dass wir zu spät dran sind. Oder wir haben eine schöne Frau gesehen, aber wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Oder wir müssen eine Präsentation halten. Oder die Erwartung von anderen erfüllen. Oder wir wollen die Erwartung von anderen erfüllen. Oder wir machen uns Sorgen darum, was andere von uns denken. Oder wir wissen nicht, ob wir bald entlassen werden. Oder da ist eine Krise hier, eine Pandemie da. Oder da ist ein Krieg und Chaos überall. Oh Gott. Und du hast vielleicht schon gemerkt, während ich das ausgedrückt habe, ich habe jetzt gerade versucht, das ganz mal bewusst zu machen, habe ich immer mehr eingeatmet. Und meine Stimme wurde immer flacher und flacher. Und das kreiert Stress. Durch den Stress glauben wir, dass wir weniger Zeit haben. Stress bedeutet, wir rutschen direkt in den Überlebensmodus, ins Ego. Wir glauben, dass alles eine direkte Gefahr für uns ist. Wir glauben, wenn wir zu spät dran sind, aber das ist erstmal Mangel, ja, da nicht her über Zeit. Wir glauben, dass wir zu spät dran sind und das stresst uns. Und jetzt sitzen wir vielleicht im Stau und sind gestresst. Aber was sollen wir denn tun? Wir haben irgendwie unbewusst das Gefühl, dass wenn wir uns jetzt mehr stressen, während wir im Stau sind, dann zeigen wir irgendetwas, irgendwem da draußen, weil wir so sehr leiden und so sehr stressen, dass wir nicht bestraft werden müssen dafür. Oder wir glauben irgendwie, oder wir halten eine Präsentation und was halt viele machen, ist halt so, während sie gerade zum Beispiel, wenn sie nie gelernt haben, öffentlich zu sprechen, dann haben sie halt irgendwie, sind sie vorbereitet und stehen so hinter der Bühne oder was auch immer und denken dann so nach, okay, habe ich an alles gedacht? Sind die Karteikarten fertig? Einatmen. Ist die PowerPoint-Präsentation fertig? Einatmen. Oh Gott, was ist, wenn ich den wichtigen Punkt vergesse? Einatmen. Oh Gott, was ist, wenn mein Chef da ist und das überhaupt nicht gut findet? Einatmen. Okay, ich muss mich auf jeden Fall entspannen. Einatmen. Oh Gott, wo sind nochmal die Karteikarten? Einatmen. Und das wird immer stressiger. Wir atmen immer wieder ein und ein und ein und ein und atmen immer flacher. Aber ich komme gleich Schritt für Schritt noch darauf ein, wie die bessere Atmung ist. Ja? Also, wir sind in diesen dauerhaften Stresssituationen. So oft. Und das ist nicht normal. Also wir nennen das normal, aber das ist nicht normal. Nur weil es halt alle machen, ist es halt nicht normal. Also es ist traurig, wenn es das wäre. So, das ist schädlich und unnatürlich. Durch Stress wird Cortisol ausgeschüttet und das macht dick. Also das sorgt dafür, dass wir leichter zunehmen oder schwieriger abnehmen. Sorgt auch dafür, dass wir durch den Stress dann auch gerne mal irgendwie einen Ausgleich brauchen, irgendetwas, was uns schnell einen Dopamin-Kick gibt. Und das ist natürlich dann fettiges oder zuckerhaltiges Essen. Das finden wir dann geil und davon hauen wir uns dann mehr rein. So eine Tafel Schokolade mit über 500 Kalorien ist halt super schnell weggeatmet. Ja. Wir sind durch den Stress halt auch super ängstlich, weil wir halt die ganze Zeit im Überlebensmodus sind. Alles ist halt irgendwie gefährlich für uns. Wir sind dann auch, weil wir ängstlich sind, sind wir auch passiv-aggressiv oder direkt aggressiv. Sind halt immer in irgendwelchen Streits oder Konflikten. Oder wir sind wahnsinnig müde. Oder wir sind so K.O. am Ende des Tages und wissen gar nicht, warum. Wir haben doch gar nicht so viel gemacht. Warum bin ich denn so K.O.? Ja, weil das einfach nicht unser natürlicher Zustand ist. Du kannst dir halt vorstellen, wenn du die ganze Zeit irgendwie darum kämpfst irgendwie oder die ganze Zeit unter Gefahr und Druck stehst und die ganze Zeit denkst, da ist ein Säbelzahntiger hinter dir, dann verbrauchst du halt eine ganze Menge Energie, um halt irgendwie wegzurennen und zu kämpfen. Und jetzt tust du das aber nicht. Also halt auch selbst in der Natur, wenn halt so eine Antilope vom Löwen wegrennt, und der Löwe halt dann früher oder später nicht mehr kann, dann
ist die Antilope nicht für den Rest des Tages gestresst, sondern die schaut sich kurz um, schüttelt sich einmal und frisst dann weiter. Menschen nicht. So, durch den Stress, das führt auch zu Immunschwäche, also es macht halt krank, so weil wir halt die ganze Zeit unter so angespannt sind, weil entsprechend die ganze Energie des Körpers oder ein sehr großer Teil der Energie des Körpers in Armen und Beinen ist, damit wir kämpfen und fliehen können. Der ist aber nicht im Zentrum unseres Körpers. So, es ist halt nicht wichtig, wenn du gerade vom Säbelzahntiger wegrennst, dass du gerade dich um deine Entzündung im Magen kümmerst oder so. Ist halt gerade nicht, das ist nicht so wichtig. So, das ist extrem sekundär. Wichtiger ist, dass du jetzt gerade überlebst. Ja? Und deswegen kann unser Immunsystem sich gar nicht so gut aufbauen oder es wird sogar dadurch halt weiter abgebaut. Und es macht auch langfristig depressiv, weil wir halt die ganze Zeit ausgelaugt sind. Wir sind die ganze Zeit völlig K.O., weil wir die ganze Zeit unter Stress stehen. Das sind auch dann entsprechend die niedrigen Bewusstseinsebenen. Da habe ich in einer weiteren Folge schon mal drüber gesprochen. Besser. Oh, ich weiß gar nicht, ob du das siehst. So. Ich glaube, ich war davor. Besser natürlich den Stress reduzieren. Offensichtlich. Wie machen wir das? Flache und schnelle Atmung signalisiert Gefahr. Das signalisiert den Fight-and-Flight-Modus, also den Kämpfen- und Fliehen-Modus. So, der Blut und Sauerstoff geht halt in die Arme und Beine, damit wir uns verteidigen können, damit wir wegrennen können. Die Verdauung, die Kreativität, die eigene Missionen und Krankheiten bekämpfen, ist dann entsprechend unwichtig. Die flache Atmung ist sehr gut für Sprints, um schnell wegzurennen. Das ist das auch zum Beispiel, was man als Sprinter dann zum Beispiel macht. Man atmet dann sehr flach ein, so in die obere Lunge im Prinzip, so nenne ich das immer. Wir atmen in die obere Lunge ein, so hecheln dann so ein bisschen, damit dem Körper signalisiert wird, okay, Stress, damit wir schneller rennen können. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass halt ein Säbelzahntiger hinter uns her rennt, hinter uns her ist, dann rennen wir halt schneller. So, aber tiefe Atmung in den Bauch beruhigt und gibt das Gefühl von mehr Zeit. Deswegen ja auch mehr über Zeit sein. Und das ist so. Wenn du tief atmest, tief in den Bauch atmest, dann hast du das Gefühl, dass die Zeit langsamer vergeht oder beziehungsweise du mehr Zeit hast zu agieren. Du bist wortwörtlich, de facto, Herr über die Zeit. So, wenn wir tief atmen, dann sind wir halt nicht im Fight-and-Flight-Modus, sondern im Rest-and-Digest, also im Ausruhen- und Verdauen-Zustand-Modus. So. Das heißt, Blut und Sauerstoff gehen in die Organe, Verdauung, Kreativität und die eigene Mission und Krankheiten bekämpfen, hat Ressourcen auf einmal zur Verfügung. Ja, auf einmal können wir halt uns mit unserer eigenen Mission beschäftigen, mit Kreativität. Das ist auch, was wir zum Beispiel auch in der Welt ganz generell sehen. Wir sind mittlerweile in einem Zustand in der Gesellschaft angekommen, wo wir uns mehr halt mit der eigenen Mission beschäftigen können, Kreativität und so weiter. Noch nie zuvor hat die Menschheit in einer vergleichsweisen Fülle gelebt. Vorher war halt ganz viel Kampf und Überlebensmodus. Und je mehr wir uns in diese Richtung bewegen, in der mehr wir in die Entspannung reinkommen, desto mehr Menschen um uns herum können sich entspannen. Je reicher du wirst, desto reicher werden auch alle anderen. Je entspannter du wirst, desto entspannter werden auch alle anderen. Je mehr Frieden du fühlst und so weiter. Ne? Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen wirst. Wie Gandhi nochmal. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, wie Gandhi schon gesagt hat. So. Und hier ist der Trick. So, wenn du zum Beispiel Ansprechangst hast, ja, also die Angst davor, jemanden gerade anzusprechen, eine Frau gerade anzusprechen, sie gefällt dir, du siehst sie gefällt dir, wunderschön, wahnsinnig hinreißend und du weißt einfach gar nicht, was du tun sollst und dir fallen ganz viele Ausreden ein. Oh Gott, du kannst das jetzt gar nicht tun. Wenn du Ansprechangst hast, ja, also wir kürzen das Ansprechangst mal einfach für die Eselsbrücke ab mit AA. Weil wenn wir Angst haben, dann atmen wir flach. Ja, dann Angst ist Überlebensmodus. Da ist eine Gefahr. Wir haben Angst vor etwas. Irgendwas passiert, wenn wir sie ansprechen. Wir kriegen Ärger. Wir werden bestraft. Was auch immer. Wir dürfen das nicht. Angst. So, wir merken uns AA. Ansprechangst. Okay? Und wir machen einfach zwei weitere A's dran. Und aus diesen zwei weiteren A's, aus den vier A's, wird auf die Ausatmung achten. Weil das Ding ist, und da kommen wir jetzt nämlich, warum auf die Ausatmung achten? Merkt ihr das einfach.
Hier ist nämlich die Anleitung für die entspannte Atmung. Ich weiß gar nicht, ob du das siehst. Ich glaube, ich bin hier irgendwie immer manchmal davor. So, für die entspannte Atmung. Oh Gott, das ist eine Menge. So, stell dich hin und leg eine Hand auf deinen Bauchnabel. Mach das mal gerade. Auch wenn du Auto fährst, stell dich mal ins Auto hin. Hey, mach das natürlich dann später, wenn du zu Hause bist. So, stell dich hin und leg eine Hand auf deinen Bauchnabel. Und jetzt nimm einen tiefen Atemzug. Ganz, ganz tief. So tief, wie du kannst. Und dann halte die Luft für 10 Sekunden an. Dann, wenn du die Luft... Oh Gott! Ich weiß nicht, ob du das gerade hörst, aber ich bin hier gerade an so einer Kirche und es ist anscheinend 4 Uhr. So. So, wenn du die Luft für 10 Sekunden angehalten hast, dann atmest du auf ein Geräusch aus. Also auf ein F-Geräusch, auf ein F. Laut aus, hörbar aus. Also das ist das Geräusch, was ein Ballon zum Beispiel macht, wenn du die Luft kontrolliert rauslässt. So, und du atmest so lange aus, bis du keine Luft mehr in den Lungen hast. Ich mache das gleich einmal vor. Ich mache einmal die Schritte durch und dann mache ich das einmal vor. Und markiere dann auch die Stellen, wo ich dann gerade bin, hier im Dokument. So, du atmest so lange aus, bis du keine Luft mehr in den Lungen hast und dann noch etwas weiter. Ja, bis du keine Luft mehr in den Lungen hast und dann noch mehr. Und dann hältst du die Luft wieder für 10 Sekunden an, ohne Luft im Körper. Und dann öffnest du deinen Mund und lässt die Luft ganz automatisch, ganz natürlich hineinströmen. Und dann achtest du mal darauf, so mit der Hand immer noch auf dem Bauchnabel, wo die Luft hingeht. Die Luft geht natürlich nur in die Lunge. Aber wie dein Körper darauf reagiert, wenn plötzlich ganz natürlich Luft in deinen Körper strömt. So, wir machen das einmal zusammen. So, du stellst dich hin. Machst jetzt gerade im Sitzen. Ist auch okay, wenn du es im Sitzen machst. Dann legst du die Hand auf deinen Bauchnabel und nimmst einen tiefen Atemzug. Und dann hältst du die Luft für 10 Sekunden an. Dann atmest du auf ein F aus. Die Luft strömt ganz normal in den Körper rein. Das ist auch mal super entspannt nach diesen stressigen 10 Sekunden oder länger ohne Luft im Körper. Und was passieren wird, ist, dass sich dein Bauch ausdehnt. Ja, nach vorne, zur Seite vielleicht sogar, je nachdem. Und das ist genau der Punkt, wo du hinatmen darfst. Es klingt so banal, vielleicht für den einen oder anderen. Aber für viele ist es das nicht. Wir haben nie wirklich gelernt, beatmen und sind dann überrascht, warum wir immer wieder Stress haben, warum wir immer wieder mit selbstzerstörerischen Mustern reagieren, warum wir immer so angespannt sind, immer so nicht kritikfähig, so aggressiv oder so schnell verletzt, weil wir die ganze Zeit im Überlebensmodus sind, weil wir die ganze Zeit glauben, im Stress zu leben, weil wir die ganze Zeit glauben, da ist Gefahr und deswegen keine Zeit haben. Wenn wir tiefer und langsamer atmen, also besonders tiefer auf die Ausatmung, besonders auf die Ausatmung. Warum das habe ich noch gar nicht erklärt. Haben wir mehr Zeit. Wir sind entspannter. Du fühlst dich entspannter. Es kann dir sogar helfen, dir vorzustellen, wie du dich nach einem langen, harten Arbeitstag entspannt völlig K.O. auf dein Bett wirfst und dann dieses Geräusch machst. Dieses Geräusch sorgt dafür, dass dein Zwerchfell ein bisschen zittert und da Anspannung aufgelöst wird. Und dieses wird dann direkt Luft aus deinem Körper produzieren. Produzieren, was ist das? Nein. Transportieren. Aus deinem Körper transportieren und dich direkt entspannen. Auch entsprechend durch den auditiven Anker, weil machst du halt nur, wenn du entspannt bist. Aber auch dann die Bewegung oder die
das Ausatmen dabei, dieser Seufzer, der entspannt dich. So, und warum halt auf die Ausatmung achten? Weil wir achten halt sehr stark generell auf das Einatmen. Aber die Einatmung kommt von alleine. Das hast du auch selber gemerkt. Als indem du einfach nur den Mund aufgemacht hast, nach diesen 10 Sekunden Luftleere in dir. Wenn du den Mund aufgemacht hast, wirst du gemerkt haben, dass die Luft ganz automatisch in dich hineinkommt. Du hast nicht bewusst eingeatmet. Wenn du doch dann bewusst eingeatmet hast, dann versuch das nochmal, indem du einfach nur den Mund aufmachst. Die Luft strömt automatisch in dich hinein. Du musst da nicht bewusst was machen. Aber was nicht automatisch passiert, ist die Ausatmung. Weil du hast das im Beispiel vorhin gesehen, so mit dem, der die Präsentation hält. Oh Gott, habe ich an alles gedacht. Sind die Karteikarten da? Ist die PowerPoint fertig? Einatmen, einatmen, einatmen. Und das führt zu mehr Stress, so Lage über Luft und eine weitere Lage und so weiter. Und das wird immer flacher und flacher und flacher und dadurch kreieren wir mehr und mehr Stress. So. Des Weiteren, die Wichtigkeit rausnehmen. Wichtigkeit bedeutet, dir ist gerade was wichtig, dir ist gerade was offensichtlich, dir ist gerade, du stresst gerade über etwas. Was ist das Gegenteil von wichtig? Dass es dir egal ist. Ja? Warum sind wir denn gestresst? Wir sind nur dann gestresst, wenn uns etwas wichtig ist. Ja? Unser Überleben ist uns wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, um einfach mal noch ein größeres Bild zu spannen. Wenn wir lernen, und deswegen bin ich auch gerade in Zypern, weil ich mache hier ein Self-Healing und Shadow-Work-Retreat in der zweiten Woche schon, also ist der zweite Retreat, mit jeweils 4 Männern. Und unter anderem ein Teil des Ganzen ist die Angst vor dem Tod verlieren. Wenn wir die Angst vor dem Tod verlieren, dann haben wir einen ganz, ganz großen Batzen schon bearbeitet, der uns nicht mehr stresst. Und das Ganze funktioniert auf unterbewusster Ebene, ganz entspannt und ist sogar, also ist, es ist nachhaltig und es ist sogar leichtherzig und spaßig dabei. Ja, also wenn wir sind und dann gestresst, wenn uns etwas wichtig ist. So, deswegen frage dich mal etwas, das hier zum Beispiel, wenn du dich etwas fragen möchtest, frage dich das hier. Wenn du gestresst, würdest du gestresst sein, wenn in einem Mehrfamilienhaus in Landshut, hallo Leute aus Landshut, die gerade zuschauen, schreib gerne in die Kommentare, Grüße zurück aus Landshut. Würdest du gestresst sein, weil in einem Mehrfamilienhaus in Landshut vergessen wurde, das Treppenhaus am Wochenende zu fegen? Würdest du gestresst sein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es dir egal. Du bist unbekümmert darüber. Es kümmert dich nicht, sprich es verursacht dir keinen Kummer. Kummer, Unbekümmertheit, Kummer, also das Gegenteil von Kummer. Kummer ist Sorge, Sorge ist Angst. Angst ist Überlebensmodus. Ja, die Wichtigkeit rausnehmen. Wenn wir die Wichtigkeit rausnehmen, dass Dinge einfach wie das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in Landshut sind. Das ist nicht so wichtig. Dinge, viele, viele, viele Dinge sind nicht so wichtig und ich würde sogar behaupten, dass nichts wichtig ist. Debattiere mich gerne dazu. Denn was passiert bei Stress? Bei Stress verkrampfen nämlich deine Schultern. Kommen wir auch mal auf der körperlichen Ebene nochmal ein. So, bei Stress verkrampfen deine Schultern. So, deswegen auch die flache Atmung. Ne? Also wir können gar nicht tiefer atmen, weil hier alles angespannt ist. Der Stress ist so. Du kennst es auch, deswegen hast du vielleicht auch so oft Nackenprobleme oder Schulterprobleme und brauchst eine Massage, musst dich hier dehnen und da dehnen und so weiter. Weil du gestresst bist. Weil dein Körper auf den Stress reagiert, weil überall Gefahr ist und wenn du halt das hier anspannst, dann bist du weniger verletzlich da drin und dein Hals ist geschützt mit dem Stress, mit den angespannten Schultern. So, du machst dich kampfbereit und schützt deinen empfindlichen Hals. Dadurch bist du nicht flexibel, weniger beweglich und erinnere dich daran, was in der Natur nicht flexibel ist, das bricht. Oh. Oder ist schon tot. Ich wusste nicht, dass das hier als nächster Punkt kommt. So, Mehrfamilienhaus. Stell dir vor, ich bin gerade selber gespannt, was hier als nächstes kommt. Genau, achso, wie du den Stress daraus nimmst. So, denk wieder an das Mehrfamilienhaus in Landshut, ne? So, das wurde nicht gefegt. Und jetzt stell dir vor, wie ein dünner, kaum bemerkbarer Film an Staub auf den Stufen liegt.
Mach dir das ganz bildlich. So, dieses Treppenhaus wurde jetzt am Wochenende nicht gefegt, am letzten Wochenende. Und jetzt liegt da Staub auf den Treppen. Und stell dir vor, wie dieser Staub da liegt. Vielleicht wirst du spüren, dass deine Schultern anfangen zu zucken. Schwierig. Das Schulternzucken ist ein Signal des Körpers, Dinge abzuschütteln. Ja, ist halt nicht so wichtig. Naja, gut. Und was passiert? Das ist so faszinierend, als mir das damals aufgefallen ist, das erste Mal. Ganz bewusst. Dass unsere Gedanken oder unser Körper hart miteinander verdrahtet sind. Also hart miteinander verdrahtet, das ist halt einfach die Mirror Translation zu hardwired. Ja, also es ist ein Dialog. Wenn sich der Körper ändert, verändern sich die Gedanken. Wenn sich die Gedanken verändern, verändert sich der Körper. Das heißt, wenn wir an etwas denken, was vollkommen egal ist, dann zucken unsere Schultern automatisch. Oder es kommt bei dir der Satz in den Kopf, ja und, oder egal, oder was auch immer, so what. Und dann wirst du auch dann direkt mit den Schultern zucken. Und das ist interessant, weil hier ist nämlich der Trick. Schultern zucken. Wenn du gestresst bist, körperlich gestresst bist, zucke mit den Schultern. Von mir aus eine Minute, von mir aus 10 Minuten lang, bis der Stress loskommt. Bis du auch in einen Gedanken kultivierst von egal. Hallo, Sir. So, das Schulternzucken ist ein Zeichen von Unbekümmertheit. Ja. Du zuckst nur mit den Schultern, wenn dir was egal ist. Wenn du unbekümmert bist oder wenn du auch Unbekümmertheit herstellen möchtest. So, also das Schulternzucken entspannt die Schultern und reduziert den Stress. Und Schultern sind angespannt als ein Zeichen von Verteidigung. Ja? Das nochmal als Wiederholung. Das heißt, wenn du halt nicht irgendwie verteidigen dich, also wenn du deinem Körper das Signal gibst, es muss sich verteidigen, dann kreiert er automatisch Kampfbereitschaft, Stress, Überlebensmodus. Wenn du aber die Schultern zuckst, kreierst du das Gegenteil. Entspannung. Unbekümmertheit. Alles ist okay. So. Und wenn dir das bisher schon gut gefallen hat, wenn dir das bisher schon die ein oder andere Kerze auf der Torte geleuchtet hat, dann lass gern ein Like da, falls du noch nicht abonniert hast, bist, wie auch immer, dann tut es jetzt. Ich überprüfe das. Und lass auch gern einen Kommentar da. Und erzähl deinen Freunden von dem Podcast und dreh dich einmal im Kreis und ruf Halleluja. So, und jetzt machen wir weiter mit Herr über den Raum sein. Wir haben gerade Herr, nochmal als Erinnerung, wir haben gerade Herr über die Zeit sein gelernt und jetzt kommen wir zum Herr über Raum sein, während hier noch weiter mich die Fliegen attackieren. Wahrscheinlich wollen die Fliegen, dass ich hier der Herr der Fliegen bin. Ha, schlechte Witze mit Dominik. Selbstbewusste Menschen nehmen den Raum ein und fühlen sich wohl. Das bedeutet der Herr über Raum sein. Selbstbewusste Menschen huschen nicht durch die Menge, um nicht gesehen zu werden, bloß nicht andere Menschen anzustoßen. Selbstbewusste Menschen gehen durch und schieben Menschen zum Beispiel langsam beiseite. So. Zurückhaltende Menschen machen sich oft klein, vermeiden Aufmerksamkeit. Das wirkt unterwürfig. Wenn du halt Unterwürfigkeit ausstrahlst, du erinnerst dich an letzte Woche, wo ich das erwähnt habe, dass Selbstbewusstsein ein Dialog ist. Wenn wir Unterwürfigkeit ausstrahlen, dann bekommen wir Unterwürfigkeit wiedergespiegelt. Es ist nicht so, dass Menschen uns unterwürfig behandeln wollen, sondern wir sagen denen, wie sie uns behandeln sollen, indem wir zum Beispiel so unterwürfig reagieren oder und uns verhalten. Ja, also zurückhaltende Menschen machen sich auf klein, vermeiden Aufmerksamkeit. Extrem zurückhaltende Menschen sind auch Energievampire. So, und das ist etwas, das wird, glaube ich, viel zu selten erzählt. So, ne? Da gehen wir mal gerade drauf ein. Weil jetzt musst du dir vorstellen, so, du bist gerade super entspannt und dann kommt jemand zu dir und ist halt voll gestresst und ist so zurückhaltend und was auch immer. Und sie signalisieren damit Gefahr, weil ihre Körpersprache signalisiert das. Jetzt siehst du aber keine Gefahr. Die Person signalisiert es, du siehst keine. Und jetzt musst du die Entscheidung treffen. Vertraue ich dem zurückhaltenden Menschen, dass da Gefahr ist, oder vertraue ich mir selber? Und in den meisten Fällen, und das ist jetzt so die blöde Nachricht für,
für dich, wenn du dich selber einkategorierst als wenig Selbstbewusstsein oder zurückhaltend vielmehr. Wenn du niedriges Selbstbewusstsein signalisierst, dann ist das ein selbstfütterndes System. Du wirst mehr davon bekommen. Du wirst weniger den Kontakt zu anderen Menschen bekommen mit niedrigem Selbstbewusstsein. Weil Menschen sich von dir entfernen werden, weil du Gefahr signalisierst, weil du Unsicherheit signalisierst. Unsicherheit, das heißt, etwas ist nicht sicher, das heißt, etwas ist gefährlich, da ist Gefahr. Das heißt, andere Menschen, selbstbewusste Menschen, die nicht so bewusst darüber sind, was gerade überhaupt abgeht, die entfernen sich von dir, weil sie dieses Gefühl nicht gerne mögen. So, das heißt, ein zurückhaltender Mensch bekommt genau das, was er am meisten fürchtet. Einsamkeit. Wir sind ja in erster Linie, und ich war das selber damals auch, zurückhaltend und schüchtern, die tödliche Kombination, wenn du so möchtest, mit niedrigem Selbstbewusstsein, weil ich ganz, ganz viele Beweise gefunden habe dafür, dass ich ja gar nicht selbstbewusst sein darf. Ich bin ja gar nicht so interessant für andere und so weiter und ich halte mich mal lieber zurück, weil ich störe ja andere bestimmt. Und weil ich mich so zurückgehalten habe, habe ich halt genau das weiterhin bekommen. Ich habe halt mehr Einsamkeit bekommen, mehr von dem, was ich jetzt schon hatte. Mehr von dem, dass ich keine Beweise dafür finde, dass Menschen mich interessant finden, weil ich mich ja sowieso schon zurückgehalten habe. Als ich diese Säulen angewendet habe, jedoch hat sich das geändert. Deswegen nochmal, kleiner Tipp, wenn du das jetzt schon alles anwenden möchtest, ich scrolle gerade zu viel, andyfriday.de/selbstbewusst, da bekommst du die Komplettanleitung aller 4 Säulen oder auch entsprechend geh auf andyfriday.de/flirtanalyse und dann unterhalten wir uns direkt mit dir in Person. Es geht meist weit über eine Stunde, wo wir uns genau anschauen, wo du herkommst, was deine aktuellen Hürden sind und warum du bisher nicht den Erfolg bei Frauen hattest, den du bisher den du gewünscht hast. Wir schauen uns an, welcher Flirt-Typ du bist und geben dir direkt eine Anleitung, wie du da rauskommst, wie du genau dann für dich erfolgreich wirst. Ja, individuell, weil Menschen sind alle unterschiedlich und da fällt gerade meine Flasche Wasser rum. Menschen sind alle unterschiedlich und deswegen so nehmen wir uns dann auch ganz gerne mit dir die Zeit und schauen uns das ganz genau an und helfen dir dann daraus. Und dann, wenn du Bock hast, kannst du dich sogar noch entscheiden, mit in die Flirt Masterclass zu kommen. Und dann arbeiten wir 13 Wochen zusammen und dann geben wir richtig Gas. Ja. Und dann können innerhalb von diesen 13 Wochen, diesen 3 Monaten, kann dein Leben schon komplett anders aussehen. Ja. Also andyfriday.de/selbstbewusst oder auch andyfriday.de/flirtanalyse. So, das heißt, wir gehen jetzt weiter in die Anleitung, wie du einen Raum einnimmst, wie du den Raum einnimmst. So. Den Raum einnehmen ist nicht, Achtung, Achtung, Männer, die bewusst mit breiten Schultern an dir vorbeigehen und keinen Anschein machen, dir auszuweichen. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, die Männer mit den Rasierklingen unter den Achseln. Oder sich im Café oder im Zugabteil so breit machen, dass sich niemand anderes neben dich setzen kann. Ja, du kennst diese Leute. So, oder auch irgendwie, vielleicht, ich mache das auch, wenn ich dann irgendwie im Zug sitze, dann packe ich meinen Rucksack neben mich. Oder meine Tasche, die ich gerade dabei habe. So packe ich daneben. Völlig normal. Aber dann, wenn halt so an einer Station halt mehr Leute einsteigen, dann nehme ich den weg. Selbstverständlich, oder? Machen viele nicht. Oder sich mit dem Auto irgendwo hinstellen, weil man etwas ganz Wichtiges zu tun hat und sich nicht um die Konsequenz kümmert, dass man jemand anderem den Parkplatz wegnimmt. Was meine ich damit? Zum Beispiel den Ich-darf-überall-parken-Knopf im Auto mit den beiden Blinkern. Oder auf 2 Parkplätzen parken, weil es geht ja ganz schnell. Das hat nichts mit Raum einnehmen zu tun, das ist einfach nur asozial. Ja, wir leben alle gemeinsam dann an diesem Ort und so weiter. Und das ist halt nicht sozial. So. Das ist ein Ich-zuerst-Mindset, das ist Ego. Selbst wenn es nur gerade ganz schnell geht. So, das ist halt trotzdem dann doof für jemanden, der halt gerade dann nicht gestresst ist oder vielleicht gerade auch irgendwie gestresst und nicht so bewusst ist, um den Stress zu regulieren. Und dann hat er noch mehr Stress und das kreiert nur Konflikt. Während, wenn wir alle ein bisschen mehr bewusster wären an dieser Stelle, würden wir halt
nicht, dass ich zuerst Mindset entwickle. Das ist auch der Punkt, den habe ich auch letzte Woche erwähnt. Selbstbewusstsein ist nicht ich zuerst. Selbstbewusstsein ist der andere zuerst. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Der andere zuerst. Das ist das Selbstbewusstsein. Ich zuerst ist Ego. Wenn wir wirklich wahres Selbstbewusstsein lernen, und das ist das, was ich dir mit hier beibringen möchte, wahres Selbstbewusstsein, pures, echtes Selbstbewusstsein, ist weniger du, mehr andere. Ja? Du bist weniger wichtig. Die anderen, dass es anderen um dich herum gut geht, ist wichtiger. Und zwar nicht aus Nice-Guy-Tum, weil das ist Vermeidungsstrategie, weil du denkst, du bist sowieso nicht gut genug und wenn du nett zu anderen bist, dann sind sie nicht böse zu dir. Nee, das ist nicht aus Angst, nett zu anderen zu sein, sondern aus, oder dass es anderen gut geht und das Wohlbefinden anderer zu erhöhen, sondern weil das deine pure, wahre Essenz ist. Du weißt, wenn es dir gut geht, geht es anderen gut. Du weißt, wenn du das Leben für andere schön machst, dann machst du das Leben für alle Menschen und auch für dich schöner. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Das ist nicht Stolz, das ist nicht Arroganz. Das ist das, was ja viele denken. So, was ist denn, wenn man zu selbstbewusst ist? Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt. Es gibt nicht zu viel Selbstbewusstsein. Gibt es zu viel Liebe auf der Welt? Was ist das für eine bescheuerte Aussage? Was die Menschen damit meinen, ist, dass sie Angst davor haben, als arrogant zu wirken. Und weil sie halt alle irgendwie jemanden kennen, der halt irgendwie zu viel Selbstbewusstsein hat und halt einfach wahnsinnig arrogant ist oder so. Oder glaubt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Arroganz. Oder einfach so obnoxious ist, also einfach nur laut ist und keine Spatial Awareness, keine Raumwahrnehmung hat und sich zum Beispiel dann im Supermarkt einfach mitten in den Gang stellt und andere Leute da nicht mehr durchkommen und so weiter. Und was auch immer. So einfach, das ist einfach nicht Bewusstsein. Das ist wieder wie wenn irgendwie jemand einen großen Hund hat und dann sagt man immer so, der glaubt, er ist immer noch ein Welpe, der weiß gar nicht, wie stark er eigentlich ist. So, genauso ist das. Das sind einfach erwachsene Kinder. Die haben irgendwie nie gelernt, wo ihre Grenzen sind. Das heißt nicht, dass wir sie in Grenzen packen sollten, sondern so, jeder soll sich frei entfalten. Aber es ist ein Unterschied zwischen, ich mache das einfach, um laut zu sein, oder ich bin mir gar nicht auch bewusst darüber, irgendwie, inwieweit ich irgendwie in den Bereich eines jemand anderen eintrete. Und habe ich den Satz ganz viel angefangen, also viele Sätze angefangen. Also ist halt alles ein Ich-zuerst-Mindset. Wahres Selbstbewusstsein ist andere zuerst. So paradox es auch klingt. So, wir können halt nämlich nur selbstbewusst werden anhand von anderen, wenn andere uns Selbstbewusstsein zurückspiegeln. So. Also das alles ist Raum einnehmen nicht. Was ist Raum einnehmen? Entspannung. Ja, Platz einnehmen. Beziehungsweise ohne Entspannung kein Selbstbewusstsein. Mehr Platz einnehmen bedeutet, sich natürlich auszubreiten und entspannt zu wirken. So, persönliche Gegenstände ausbreiten. Jetzt habe ich hier so ein paar Bilder. Ja, das ist hier Dominik von 2018, wie er in einem Café sitzt und seine persönlichen Gegenstände auf diesem Tisch ausbreitet. Ja, du siehst auch hier von oben, so, ich war auch hier mit meinem Kollegen Peschmann hier und habe ihm einfach nicht so viel Platz gelassen. Nicht, weil ich den ganzen Platz eingenommen habe und gesagt habe, du kriegst keinen Platz, sondern es ist ganz normal, dass du dich auf dem Tisch, auf dem du bist, ausbreitest. Das heißt nicht, dass er sich nicht hätte ausbreiten können. Er hätte jetzt zum Beispiel auch einfach ein paar Sachen hier haben können und dann hätte er die Sachen auch zum Beispiel in meinen grünen Bereich hier reingelegt. Wäre auch völlig okay gewesen. Ja, es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander, aber auch ganz generell, so wenn du mit jemandem da sitzt, dann breitest du trotzdem so deine Sachen aus, ungefähr so 60%. Und dann die andere Person breitet sich auch 60% aus, sodass sich halt eine Überschneidung bildet. Sodass ihr gemeinsam, also anhand eurer Sachen auf dem Tisch, bildet ihr ganz, ganz bildlich gesprochen auch ein Zusammenkommen. Ja, diese Überschneidungsfläche ist dann entsprechend da, wie ihr zusammenkommt. Wenn du alleine da sitzt, dann breitest du dich auf dem ganzen Tisch aus. Ja, ich habe meine Sonnenbrille jetzt auch hier so hingelegt. Der ganze Tisch ist meiner. Dann Körperhaltung. Die Körperhaltung ist offen, entspannt, zum Beispiel der Arm auf der Rückenlehne eines Sofas. Ja. Hier zum Beispiel 2018 Dominik lehnt sich hier, also hat sich noch einen weiteren Stuhl hier rangeholt, damit er seinen Arm dahin legen kann.
Ja, damit die Brust offen ist. Und das ist das, was du dir merken kannst. Brust öffnen. Die Brust ist offen. Die Brust ist nicht zusammengezogen, ne? So, weil dann spannen wir unseren Nacken schon wieder an, machen unseren Kopf klein, damit der Hals geschützt ist. Sondern die Brust ist offen. Das signalisiert, du kannst mich angreifen. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich bin verletzlich. Ich bin verletzbar. Damit bin ich offen. Damit bin ich offen auch für eine Kommunikation von Herz zu Herz. Gehen wir aber auch in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge darauf ein, mit den Emotionen. Oder auch hier die Hand oder den Arm auf der Rückenlehne. Ja, also breit. Breit machen ruhig. So, Ruhepol. Wenn du entspannt bist, wenn du den Raum einnimmst, dann bist du der Ruhepol. Entspannung und Raum einnehmen strahlen Selbstbewusstsein und Anziehungskraft aus. Ohne es bewusst zu steuern, bewegen wir uns automatisch in die Nähe von jemandem und versuchen dort zu bleiben, wo wir von der Ruhe angesteckt werden können. Ja, du musst dir vorstellen, wenn 99% der Menschen gestresst sind und du nicht, dann bist du doch der attraktive Ruhepol. Wenn eine Frau bei dir merken kann, dass sie einfach so sein kann, wie sie möchte, ohne dass du sie verurteilst und dass ihr Zeitgefühl verschwindet mit dir und sie durchatmen kann, weil du der Ruhepol bist, weil du der Herr über Raum und Zeit bist. Was glaubst du, wie attraktiv du auf diese Frau bist? Oder auf Frauen generell? Auf Menschen generell? So, in einer Zeit, in der Menschen von Termin zu Termin hetzen und dauerhaft das Gefühl haben und mit sich rumtragen, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu sein. Ja? Mangel, Mangel, Mangel. Scham, Stress, Schuld, Angst. Das ist ein dauerhafter Stresszustand. Jemand, der halt Ruhe ausstrahlt, wirkt wie eine Oase in der Wüste. Das ist so attraktiv. So attraktiv. Alleine, wenn du einfach mal Menschen nicht mehr verurteilst. Du wirst so attraktiv werden, weil Menschen sich bei dir öffnen können. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das ist magisch, was da passiert. So, ich habe auch Aufgaben für dich. An Tag 1 und für immer, für den Rest deines Lebens, also von heute an, wo du das schaust, und für den Rest deines Lebens. Denk an eine extrem stressige Situation und zucke eine Minute lang mit den Schultern und sage dir egal. Die Sache, die du dir gerade vorstellst, die extrem stressige Sache, sobald du am Höhepunkt dieser Vorstellung bist, zucke mit den Schultern und sage dir egal. Eine Minute lang. Und dann spür mal, wie du dich danach fühlst. Tiefe Bauchatmung. Ja? Stell dir für 5-mal einen Timer am Tag, also 5 Timer am Tag. Und immer wenn der Alarm angeht, ja, also es können random Timer sein. 13.15 Uhr, 13.29 Uhr, 17.03 Uhr. Ja? Immer wenn der Alarm angeht, überprüfe. Atme dann tief aus, ja, auf die Ausatmung achten, Pause und wieder ein. Also indem du einfach nur die Luft reinströmen lässt. Und dann atme weiter tief in den Bauch, bis es eine Standardatmung wird. Ich musste das auch umtrainieren. Die Körperhaltung. Stell dir für 5-mal einen Timer am Tag und immer wenn der Alarm angeht, überprüfe, wie du stehst und sitzt. Und dann denke an den Faden, der vom Kopf an die Decke geht und den Faden von der Brust 45 Grad nach vorne und nach oben und die Haselnuss zwischen den Pobacken. Und Platz einnehmen. Breite dich in einem Café, so das kannst du direkt an diesem Wochenende mal machen. Breite dich in einem Café extrem aus. Ja? Mehr Stühle dazu holen. Also du sitzt auf einem Stuhl, hol dir 2 Stühle für deine Arme dazu. Hol dir noch einen Stuhl für deine Füße dazu. Völlig okay. Und verbreite deine Sachen auf dem Tisch. Gerne auch, wenn du mit anderen Menschen da bist. Und die Challenges von Säule 1 zählen immer noch. Wenn du die noch nicht gesehen hast, wie gesagt, schau dir die Folge von nächster Woche an. Oder gehe auch auf andyfriday.de/selbstbewusst, um die komplette Leitung alle 4 Säulen zum gratis Download direkt zu bekommen. Oder auch gehe auf flirtanalyse.de, ja, und bekomme deine Flirtanalyse mit uns, um herauszufinden, woher du kommst, warum du das Problem hast, das du hast und wie die Schritte daraus sind. Übrigens auch, ich glaube jetzt an diesem Sonntag, haben Andi und ich wieder ein Live-Online-Seminar. Ja, da beantworten wir deine Fragen, da kannst du direkt mal reinschnuppern, wie das
wie ein Coaching aussehen könnte. Und wir gehen direkt auf deine Fragen ein, mit denen du dahin kommst. Es ist sehr beliebt. Geh auch auf den Link in der Beschreibung, anyfriday.de/live-coaching, glaube ich, in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns da schon. Da sehen wir uns da schon und dann können wir miteinander reden und dann Andi und ich werden genau deinen Fall beleuchten und dir direkt anhand deines Problems mitgeben, was die Lösung für dich individuell ist. Ja? Ich freue mich drauf. Ja? Wenn wir uns da sehen, wenn wir uns in der Flirt-Analyse sehen oder auch, wenn du dir einfach nur den kompletten Leitfaden einmal runterlädst, einmal durchliest. Also das sind, glaube ich, 45 DIN A4 Seiten. Viel Spaß, es einfach mal schnell durchzulesen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.